Ja, wegen dem Bruder eigentlich. Aber mir macht es auch sonst Spass. Ja, also ich bin der Vati, weil meine Geschwister die halt da sind. Und ja. Ja. Ja, auch wegen der Geschwister, weil meine zwei Schwestern auch sind. Ja, bei mir sind alle Geschwister die Vati, ja, vier. Ja, vier sind sie. Ja, dann bin ich halt auch gekommen. Ich bin schon seit ewig in die Pfadi, wegen meinen Brüdern gegangen und jetzt einfach, weil ich es mega cool finde. Weil es mir Spass macht und ich bin gerne draußen in der Natur. Das ist die Pfadi perfekt für da. Weil es mir Spass macht, weil ich gerne mit Kindern zusammen arbeite. Und dann freudigen Nachmittag und Anlass machen. Ich bin der Pfadi, weil es mir Spass macht, für draussen zu sein und verschiedene Anlässe, verschiedene Sachen machen, neue Leute kennenlernen. Ich bin gerne in der Natur, gerne ein Team zusammenhalten und Pfadi ist die perfekte Kombination. Ja, ich bin eigentlich schon seit klein auf da, das macht mir Spass. Ich habe Kollegen hier, ihr erlebt viel. Ja, weil es mir Spass macht, mit anderen Leuten etwas zu machen und ich finde es ein cooles Hobby, man lernt viele Leute kennen und ja. Ich bin durch die Pfadi dazugekommen wegen meiner Geschwisterin und wegen Kollegen. Und es hat mir... Es war einfach super gewesen, mit den Kollegen etwas zu organisieren, etwas auf die Beine zu stellen. Und dann, ja, mit der Pfadi wachsen wir halt einfach. Also man ist als Wölfe dabei. Man kann immer ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen, bis man halt als Leiter dann wirklich selber das Programm mitgestalten und ja, etwas bewirken. Ich bin in der Pfadi, weil viele Nachbarskinder und Schulkollegen in der Pfadi waren. Und als ich dann angefangen habe, in die Pfadi zu gehen, war es immer lustig. Wir haben viele Sachen gemacht, verschiedene Aktivitäten für draussen. Und die Highlights waren natürlich immer die Pfadi-Lager. Also zuerst 12 Lager und dann vor allem dann das Pfadi-Lager im Zelt. Das war natürlich immer cool gewesen. Ich war in der Pfadi, weil mich die Natur fasziniert hat, um mit den Leuten umzugehen. Mit anderen Gleichaltrigen, mit älteren Kindern und mit jüngeren Kindern. Und das gemeinsam irgendetwas unternehmen und vor allem das Highlight immer das Pfadi-Lager. Ich glaube, weil es mir Spass gemacht hat, ursprünglich mal. Gar nicht davon aus. Und dann halt mit der Zeit, weil weil es einem etwas gegeben hat, weil man konnte immer wieder neue Sachen lernen. Und dann irgendwie mit halt als junger Erwachsener hat sich dann halt der Horizont ein bisschen erweitert, hat man viele neue Leute kennengelernt. Nicht nur von sich, vom Dorf selber, wo man kommt, sondern halt auch von der ganzen Zentralschweiz und jetzt halt von der ganzen Schweiz. Und ich denke, es hat mir ganz viel gebracht, für mich selber. Ja. Und jetzt möchte ich gerne in der Form, wo ich jetzt für die Pfadi tätig bin, halt an denen, die jetzt nachher kommen, etwas zurückgeben. Ja, dass sie auch davon profitieren können, so wie ich auch können. Ich bin auch in der Pfadi, weil meine Mami schon in der Pfadi war, meine grosse Schwester ist in der Pfadi. Und ich glaube, so bin ich dann in die Pfadi gekommen. Ich habe dann ja, viele Jahre können als Kind in der Pfadi geniessen und habe mich dann immer weiter aufgeschafft. Ich habe das vorgelebt bekommen und jetzt habe ich die Führung übernommen. Ja, mit anderen zusammen sein und auch nicht immer rumhängen am Samstagnachmittag. Auch etwas machen, gescheites. Die Pfadi ist halt ein Zusammenhalt von Leuten vom Dorf. Ja, nicht nur von Leuten vom Dorf, weil man kennt ja auch so bei Events wie zum Beispiel Kala, Sola und so, ja, dann auch von ganz vielen verschiedenen Orten Leute kennen und so. Es ist cool, man hat, also es ist vor allem eigentlich das Gesellige mit den Leitern und auch, dass man mit Kindern zusammenarbeiten kann. Es ist einfach etwas, was man muss erlebt haben muss. Das ist für mich eigentlich, dass man draußen ist, einfach Spass hat, ja, Kollegen untereinander. Pfadi ist für mich eine Kollegschaft mit anderen. Anderen Freude machen und Kinder beschäftigen. Sich ein bisschen unterhalten. Und in der Natur draußen sein.
Fadi ist für mich die Kollegschaft. Spass haben, auch für aussen, nicht nur immer drinnen sitzen. Fadi ist für mich ein Hobby. Teamzusammenhalt und viele Spiele für aussen. Ja, man hat viel mit der Natur zu tun und man lernt auch viel. Ja, es ist so mit Kollegen etwas machen, in der Natur sein, Spiele machen. Ich gehe mega gerne in die Pfadi, es sind mega viele Kollegen dabei und die haben immer wieder zu sehen. Und es ist immer etwas Cooles an der Übung und auch an den Anlässen, die wir unter den Leitern haben. Die Pfadi war für mich ja, sicher Natur. Haufen Spass, Haufen Action, Spiel und sehr gute Freundschaften, die dadurch entstanden sind. Fadi hat verbunden, nicht nur in der Gemeinde mit Kollegen, sondern halt auch im ganzen Kanton oder schweizweit, wenn man den anderen kennengelernt hat. Und das sind so ein Verbindungen, die einem wahrscheinlich fürs Leben lang ein bisschen prägen. Nein, ich glaube, Fadi ist für mich ganz wichtig. Es begleitet einen irgendwie durchs Jahr durch. Man geht ja jeden zweiten Samstag, dann immer ins Fadi-Lager. Und man nimmt immer mehr Verantwortung. Und dann, vor allem so, wenn man bei den Pfädler ist, wird man Fenner und hat so eine Gruppe von Kindern unter sich, wo man ein Programm mitgestalten kann. Und später geht man an die Leiterkurs, wo man auch ja, glaub, fürs Leben auch ganz viel lernt und lernt Verantwortung übernehmen, lernt Programm planen und ich glaube, für die ganze Entwicklung ist das ja, eine super Sache, wenn man eben in der Pfadi war und wo man auch später viel davon profitieren kann. Die Pfadi hat mich geprägt, kann man sagen. Ja, man lernt von klein auf immer ein bisschen mehr Verantwortung zu übernehmen. Bei den Kleinen kann man einfach etwas machen. Irgendwann macht man ein bisschen mehr, muss auch zu den kleineren Kindteilnehmern schauen. Und irgendwann ist man der Leiter und hat man eigentlich die Hauptverantwortung für all die Kinder. Fadi macht für mich im Moment aus, dass man mit ganz vielen Leuten in Kontakt kommt, die man sonst wahrscheinlich nie kennenlernen würde. Man würde mit denen nie ins Gespräch kommen, weil sie vielleicht viel älter oder viel jünger sind, als man selber ist, sich in ganz anderen Kreisen bewegen, sei das beruflich oder von der Ausbildung her oder einfach, weil man an einem anderen Ort wohnt. Und ich glaube, im Moment ist Pfadi für mich vor allem das, dass man mit ganz vielen verschiedenen Leuten zusammenarbeiten kann und man hat irgendwie ein gemeinsames Ziel oder ein gemeinsames Thema, wo man sonst gar nie in dieser Konstellation wird irgendwie in Kontakt kommen. Und ich glaube, das ist auch das, was ich an der Pfadi schön finde oder schätze, dass irgendwie jeder kann in der Pfadi sein und ist dort akzeptiert. Also, so habe ich es zumindest immer erlebt oder erlebe es auch immer noch so, dass ja, du kannst ganz anders sein als der neben dir und trotzdem kann man zusammen etwas Gutes auf die Beine stellen oder etwas Gutes zusammen erleben. Und ich glaube, das ist das, was für mich Fadi ausmacht, so Toleranz und Akzeptanz von eigentlich jedem. Fadi ist für mich Freundschaft, Kollegialität, neues Erleben, Spass haben miteinander. Man kann auch mal ein bisschen Seich machen, aber man ist nicht alleine im Seich machen. Und es ist auch mal eine Ausflucht aus dem Alltag, was sei es Arbeiten, Schule, irgendetwas so Zeug. Du kannst Sachen machen, die du sonst nie würdest machen. Weil die Möglichkeit einfach dann rum ist. Weil du mit anderen Leuten zusammen bist, die das Gleiche wollen machen oder würden machen. Ja, das ist auch etwas zum machen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt etwas malen oder so, wenn man muss drinnen sein, kann man auch in ein Pfadihaus rein und sonst so Zeugs halt drinnen machen. Ja, eben, dass Pfadi halt ein mehr Unterstützung bekommt, dass vielleicht auch mehr kommen. Ja, und dass halt denken, ja, ist voll cool, also es ist auch voll gehört cool. Gehört unter dem Pfadi, ja. Das Pfadihaus. Und ja, dass man auch einfach so einen Treffpunkt hat. Pfadi Rotenturm braucht ein Pfadihaus, weil es gehört sich eigentlich einfach, dass man ein Pfadihaus hat. Und es wäre halt ein Treffpunkt, den wir hätten und zum Beispiel auch unser Material könnten wir gut aufbewahren. Weil momentan haben wir recht Probleme wegen Mäusen und so im Mattraum. Und ja, dann hätten wir das gelöst. Damit wir unser Material lagern können und dass wir eigentlich auch für die Anlässe einen geeigneten Ort haben, wo wir unsere Spiele machen und sonst Programm. Und das ist auch über Nacht einmal am Wochenende. Das Pfadihaus ist für die Pfadi wichtig als Materialraum.
und auch als Anlassort, um etwas zu machen. Und auch für andere Pfaden als Lagerort. Das Pfadihaus hat viele Vorteile für uns. Wir haben den Materialraum und auch für verschiedene Anlässe haben wir dann einen Platz, wo wir dann mal drinnen etwas machen können. Als Rückzugsort für uns, als Pfadi. Als Materialraum und sonstige viele Vorteile für uns. Es ist ein guter Treffpunkt für uns, wo wir auch unsere Materialien ablegen können. Und ja, für die Kinder ist es sicher auch schön, wenn man sicher irgendwo einen Halt hat. Ja, da kann man am liebsten dort hingehen und da ist man, also schon auch von außen kann man sein, aber nicht irgendwo, wo man hineingehen kann. Da hätten wir als Leiter auch mal einen Treffpunkt, wo wir uns treffen können, mal mit ihm mit Räumen organisieren. Auch für die Kinder ist mal ein Punkt, wo wir uns treffen. Dann wäre ja, wär noch cool. Pfadi Rothentum braucht ein Pfadihaus, dass sie einerseits das Material einlagern kann, das sie haben. Das sind Haufen Zelte, Blachen, Kesseln und Seile. Und andererseits braucht es die Leiter einen Raum zum Vorbereiten, ihre Aktivitäten, die sie haben. Und auch für die Kinder, dass sie wirklich einen Raum haben zum Spielen, zum Basteln. Etwas, einen Raum, wo man vielleicht auch etwas einfach liegen kann für eine Woche, dass, wenn man etwas gemalt hat, dass es trocknen kann. Und dazu braucht wirklich Pfadi Platz, um wirklich ihre Tätigkeit sauber auszuführen. Pfadi Rothentum braucht ein Pfadihaus. Zum einen hat Pfadi ganz viel Material, das wir richtig können versorgen können, wo die Leute einen guten Zugang dazu haben und wo eben das Material halt auch nicht kaputt geht. Und das haben wir im Moment nicht. Und zum anderen ist es auch wichtig, dass wir einen Raum haben, wo wir vorbereiten können, wo die Leiter können, die treffen sich jeden Monat, um ihre Programme zu planen und besprechen. Und halt auch zum Schlechtwetterprogramm. Also gerade mit den kleineren Kindern, wenn es wirklich hagelt und stürmt und gerade aber regnet, dann braucht man eigentlich einfach einen Raum, wo man auch drinnen kann, Programme durchführen, wo man auch Bastelnachmittag machen kann. Pfadi Rothentum braucht ein Pfadihaus, weil es nicht sein kann, dass Pfadi ihr Material irgendwo muss lagern muss, wo es Mäuse hat und wo kein Strom rum ist, sondern die müssen einen richtigen Lagerraum haben, wo ihr Material richtig gelagert wird und nicht kaputt geht. Ich finde, Pfadi Rothentum gibt es doch schon für mehr als 20 Jahre. Und es ist ein Jugendverein, der wirklich aus dem Boden, eigentlich, aus dem Nichts entstanden ist in Rothentum und wo sich behauptet hat über diese Jahre auch. Und ich finde, das Pfadiheim ist nicht nur eine Bereicherung für die Abteilung, die es dann halt betrifft, sondern es ist eine Bereicherung für den Ort. Ich denke, gerade in Rothentum hat es kein Lagerhaus oder Ferienheim oder wie man auch immer alle Sachen nennen kann. Wo es ermöglicht, da zum Beispiel das Lager zu verbringen. Das sind nicht nur Pfadilager, das sind auch vielleicht andere Lager, Schullager und so weiter. Und ich glaube, es ist etwas, das die Gemeinde oder den Ort bereichert und wo in der Region sicher ganz viel bringt. Und jetzt gerade von der Seite des Kantons muss ich natürlich schon auch sagen, dass Rothentum ist sehr zentral gelegen, wenn man in der Schweiz und außer Schweiz die beiden Kantonsteile anschaut. Also wir haben viele Treffen oder Versammlungen sind für uns halt in Rothentum, weil man dort zentral ist, von beiden Seiten etwa gleich weit weg. Und dort wäre natürlich das Pfadiheim auch für uns eine Bereicherung, weil man dann halt dort könnte zum Beispiel eine Sitzung abhalten mit den ganzen Abteilungsleitern und Stufenleitern von allen Abteilungen im Kanton Schweiz. Und man dann vielleicht nicht müsste auf ein Schulzimmer im Primarschulhaus ausweichen, wo halt Gottes Namen einfach eine suboptimale Lösung für alle Beteiligten ist. Wir brauchen eigentlich ein eigenes Pfadihaus, weil das Material, das wir momentan haben, ist ganz klar nicht materialgerecht. Das Material ist teilweise, es ist sehr feucht drin, wir haben keinen Strom, wir haben kein Wasser, also wir können unsere Sachen nicht einmal putzen in dem daheim. Also dort müssen wir alles heimnehmen. Das Material geht unter Umständen kaputt, wenn wir es dort lagern. Wir haben Mäuse, wo wir eigentlich immer mit Angst haben, dass sie uns an Zelt gehen und uns Zelt verbeissen, wo nachher auch ein finanzieller Einbuss ist für uns. Und andererseits ist es so, dass wir eigentlich
keinen Ort haben, wo wir hin können mit den Kindern, wenn es mal regnet oder so. Nicht, dass es notwendig wäre immer, aber wenn man mal etwas basteln oder so, ist es für uns einfach schwieriger. Und wenn man ein Pfadihaus hat, hat man den Ort, wo man sein kann, wo man immer hin kann, wo man nicht jemanden muss fragen in dem Sinn oder wo man muss etwas organisieren und man kann einfach hin gehen. Zudem ist es noch praktisch, wenn man eine Abteilungshöhe hat, die wir einmal im Monat haben, dass man einen Treffpunkt hat, der für alle klar ist, wo wir rein können, wo wir fix dort sind, wo wir uns können, wo wir alle sich eigentlich daheim fühlen. Und dann können wir uns dort verwirklichen. Sonst andere Pfade, die kommen, den Roten Turm anschauen und wollen vielleicht auch noch ein bisschen sonst in den Roten Turm kommen. Es gibt ja überall ein Pfadihaus in so einem Häuschen. Ja, das hat. Nein, ja, das wollen wir auch. Pfadi braucht ein Pfadihaus. Ja. Ja. Halt, vielleicht könnten halt dort auch andere Pfadi bei uns schlafen kommen, nachdem wir Werbung machen für uns. Ja. Und auch, dass die Kinder ein bisschen mitbekommen, wenn die Pfadi ist. Wenn sie das Pfadihaus sehen. Wir haben momentan recht wenig Übernachtungsmöglichkeiten zu Roten Turm. Ich glaube sozusagen gar keine. Und dann hätten wir das gelöst. Auch wenn irgendwie. Roten Turm ist eigentlich ein schöner Ort. Man kann auch Ferien machen, ein bisschen wandern, ein bisschen laufen. Und momentan kann man eigentlich sozusagen nie schlafen. Und wenn man dann in Gruppen ist, kann man auch mal zum Langläufeln, kann man ins Lager machen, zum Skifahren. Und es würde einfach die Attraktivität vom ganzen Dorf stärken. Das ist für Tourismus. Für Langlauf-Skifahren kann man es mieten. Das wäre tipptopp für den. Es ist der erste Lagerort, also das Lagerhaus im Dorf. Und es wird sicher viele andere Vereine anziehen, um dort ein Lager zu machen. Und ja, für Tourismus und andere Vereine vom Dorf ist sicher noch nützlich. Das Pfadihaus bringt natürlich meinen Roten Turm einen Platz für Massenlager, für andere Vereine auch. Es bringt frischen Wind ins Dorf, sei es mit Tourismus, anderen Vereinen oder Lager. Ich denke, es ist auch für Tourismus noch gut. Ja, vieles. Also, da kommen Leute vorbei und vielleicht auch mal also Lager, ja, oder können auch mal andere Pfaden dort sein. Ja, es ist sicher gut auch für die anderen Vereine, mal einmal vermehrte Schlafmöglichkeiten, Schlafplätze zur Verfügung zu haben. Ja, ich denke, es hat viele Vorteile. Wir sehen im Pfadihaus einen Nutzen für die Gemeinde Roten Turm nicht nur als Pfadihaus, sondern auch als touristische Attraktivität. In dem, was es die Gemeinde aufwertet, dass man Schlafgelegenheit hat. Das kann nicht jede Gemeinde bieten. Es ist auch so, dass Pfadihäuser nicht einen Haufen Platz eigentlich haben. Also wenn man eine grosse Gruppe hat, kommt man schon gleich einen Anschlag an. Und ja, wir sehen das halt eben in Verbindung mit dem Hochmoor, mit den Finnenläupen, mit der Mehrzweckhalle, die dabei zu suchen steht. Und wir sehen das eigentlich auch als Aufenthaltsraum für Aktivitäten wie Fest oder so. Pfadihaus, glaube ich, ist, kann eine Aufwertung sein für die Gemeinde. Wir haben im Moment kein Vereinslokal in dieser Art, wo Übernachtungsmöglichkeiten bietet. Gerade für Lager, für Sportlager, Klassenlager, aber auch für andere Pfadilager. Das Pfadihaus bringt der Gemeinde sehr viel. Einerseits wird die Gemeinde attraktiver mit einer Gruppenunterkunft zum Übernachten. Auch mit im Zusammenhang mit dem Schulhaus, mit der Mehrzweckhalle, mit den Finnenläupen, mit dem ganzen Hochmoor, den wir haben. Dass die Leute das Dorf attraktiver finden und eben auch eine Übernachtungsmöglichkeit. Also ich glaube, Pfadi ist ein ganz wichtiger Kinder- und Jugendverein. Leistet wichtige Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde Roten Turm. Und gerade mit den Geburtenzahlen und mit den Kindern
Wir haben ja letztes Jahr gesehen, dass in keiner Gemeinde im Kanton Schweiz so einen hohen Kinderanteil anteilsmässig an den Einwohnern hat wie in Rothenthurm. Und durch das braucht man auch einfach attraktive Kinder- und Jugendvereine. Und ich glaube, dazu leistet auch das Pfadihaus einen wichtigen Beitrag. Wir haben in Rothenthurm, wenn mich alles täuscht, keine Übernachtungsmöglichkeit. Erst recht nicht für grössere Gruppen, außer für das Militär vielleicht. Für andere Gruppen haben wir keine Möglichkeit, zum übernachten, wenn man mehr als 3 Personen ist. Und sonst muss man sich privat einquartieren. Wir haben ein neues Mehrzweckgebäude gebaut, das man wunderbar nutzen kann für Sportanlässe, für grössere Sportevents. Wir haben eine wunderbare Moorlandschaft, wir haben allgemein eine schöne Landschaft. Und meiner Meinung nach nutzen wir das Potenzial, das wir mit der Landschaft haben, touristisch eigentlich zu wenig. Einfach nur schon, weil wir eben keine Möglichkeit haben, zum Übernachten da. Da geht eigentlich sehr viel Geld und Leute, Kunden gehen an uns flöten, weil es einfach keine Möglichkeit gibt, um da oben zu sein. Die gehen alle in Sattel und sind nachher dort irgendwie, gehen die Stücke auf. Nicht, dass es schlecht wäre, aber es ist alles potenzielle. Das sind alles potenzielle Leute, die bei uns oben könnten, auch ihre Zeit verbringen. Zudem ist das nächste Pfadihaus von Rothenthurm aus gesehen, ist das Ägeri. Ist wieder ein anderer Kanton und ist doch auch wieder ein Stückchen weg. Und dann ist schon Goldau ist da noch dabei und Einsiedeln. Aber sonst hat es da umeinander nicht wirklich viel. Und die zentrale Lage haben wir bestens, weil viel mehr zentraler kannst du nicht mehr sein. Wir sind die Mitte vom Kanton Schweiz. Wir sind ziemlich mittig einigermaßen von der ganzen Schweiz. Und wir sind ein bisschen höher gelegen. Also wenn es im Sommer mal richtig heiß ist und jemand in eine andere Pfadi ins Pfadilager geht, profitiert sie von dieser Höhe, weil es einfach nicht so extrem heiß ist, sondern immer noch einigermaßen angenehm. Man kann gut wandern, man ist schnell irgendwo um den Berg oben, wo nicht ein Gebirgswanderung ist, sondern auch mal ein bisschen Stock rauf, mädern, Stückchen überlaufen. Man hat schnell mehrere Seen erreicht, zu Fuß mit dem Velo, mit dem ÖV. Die Lage wäre von dem her perfekt und wir müssen sie eigentlich nur noch ergreifen und nutzen. Und dann haben wir das eigentlich schon geregelt.